Ja, hallo, Markus hier von Womoflog. Wir sind mal wieder unterwegs. Wenn ich sage wir, ist es einmal ich und die Tanja. Die Tanja ist aber hinter uns mit unserem Privatauto unterwegs oder mit unserem anderen Auto unterwegs. Und warum das so ist, erzähle ich euch nach dem Intro. Ja, wer das Video über die Garantiemängel gesehen hat, verlinke ich euch nochmal hier oben. Der weiß, dass wir ins Eurawerk müssen, um unsere Garantiemängel abarbeiten zu lassen. Eurer hat mir schon mitgeteilt, dass aufgrund der Masse und der eingeplanten Zeit nicht alle Mängel abgestellt werden können. Wahrscheinlich nicht alle Mängel abgestellt werden können. Ja, Dichtigkeitsprüfung wird auch noch gemacht gleichzeitig, aber bei der Wetterlage im Augenblick mache ich die Dichtigkeitsprüfung schon auf der Hinfahrt. Ob alles klappt und wie das Ganze verläuft, seht ihr in diesem Video. Ich melde mich wieder, wenn ich in Sprendlingen bin. Wir fahren einen Tag früher, übernachten in Sprendlingen und fahren dann morgen ins Werk und geben das Auto ab. Also, bis dann in Sprendlingen. Jo. Angekommen auf dem Stellplatz, kurz vorm Eurawerk. Ich mache noch einen Schwenk über den Stellplatz, dass ich den auch mal gesehen habe. Heute läuft nicht mehr viel. Wir werden jetzt hier den angebrochenen Nachmittag verbringen. Noch einen Kaffee trinken, vielleicht eine Runde Fernsehen schauen. Und morgen geht es dann rüber ins Werk. Da seid ihr natürlich auch dabei. Da mache ich noch kurz Bilder, wenn ich denn darf. Ja, wir werden sehen. Also bis morgen früh für uns, für euch. Später. Jo, und fußläufig von dem Stellplatz, den Stellplatz seht ihr hinter mir, habt ihr, ich drehe mich mal mit euch rum. Ja, es sind vielleicht 100 Meter vom Stellplatz weg. Ich denke, ihr seht es hinter mir, habt ihr einen Rewe, da könnt ihr euch noch was holen zum Frühstück, bevor das Auto im Werk abgeht. Ja, und gegenüber vom Stellplatz befindet sich die Entsorgung. Ihr habt hier eine Säule. Ich schwöre mich kurz auf den Boden. Da ist der Bodeneinlass. Und ja, wer hier ist, kann auch ins Reisemobilforum von der Firma Eurer reingucken. Ihr habt hier drin Eurer Mobil, ihr habt Forster, ihr habt Karmann Mobil. Wir sind am Sonntag da, kommen wir natürlich nicht rein, da ist zu. Wir gehen jetzt zurück zum Stellplatz und geben morgen unser Auto ab. Das seht ihr dann für uns morgen, für euch gleich. Wir gehen vielleicht heute Abend noch was essen, das war es aber dann. Mehr findet nicht statt. Also bis denn, bis wir das Auto abgeben. Jo, Auto ist abgegeben, um die Garantiemängel abzustellen. Und welch Wunder, das Reisemobilforum hat offen. Und da gucken wir jetzt mal durch und gucken wir mal, was wir denn an Fahrzeugen hier noch sehen. Viel steht nicht da, habe ich auf den ersten Blick gesehen. Aber mal gucken, was denn noch so da ist. Es sind doch relativ viele Modelle da. Wir sind die einzigen Besucher hier, das ist echt cool. Ich habe Platz und kann in die Autos reingucken. Ich werde nicht reingehen und irgendeine Rumtour machen. Wir werden einfach mal durchlaufen und gucken, was alles da steht. Ich nehme euch jetzt einfach mal rum und laufe einfach mal außen rum. Ne, weil so langsam müssen wir nämlich auch mal wieder nach Hause. Jo, schwingt einfach mal vorne drüber. Kastenwegen, Kastenwegen, Kastenwegen. Wie ich in meinen Videos immer sage, wenn ich auf der Messe bin. Ich hoffe, ihr wackelt jetzt nicht so arg durch die Gegend. Ja, ihr habt ja alles, ihr habt Forster. Habt Karmann und natürlich klar Eurer. Wir sind am Stammwerk vom Eurer. Also wenn es hier quietscht, dann bin ich das mit meinen Schuhen. Jo, was auch noch in der Ausstellung steht, ist
quasi unser Modell, nur kürzer, das ganze Ding mit Heckbart. Schauen wir uns mal kurz rein. Ich nehme euch mal nach vorne. Ja, ein bisschen größeres Raumgefühl wie bei uns. Aber hat ein bisschen was von Truppentransporter. Ja, dreimal nebeneinander, kommen wir vor wie eine Transall. Will bloß noch Rotlicht, 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 Grünlicht absetzen. Da erscheint der Forster integrierte. Ich muss echt sagen, die Front macht doch echt was her. Jo, nochmal zu dem Forster. Den könnt ihr dann im Karawansalon Düsseldorf angucken. Der ist nämlich schon vorbereitet für den Karawansalon. Ich habe ihn schon gesehen. Ihr seht ihn auf dem Karawansalon. Ich blende euch mal drauf. Da steht es nämlich. Fahrzeug fertig für den CSB. So viel sind Aufnahmen beim Forum. Wir werden jetzt nach Hause fahren und unser Auto in 5 Tagen, unser Wohnmobil in 5 Tagen wieder abholen. Und dann werde ich euch mal mitteilen, ob alle Mängel denn abgestellt wurden. Also, bis denn. Für mich in einer Woche, für euch bis gleich. Ja, Auto abgeholt in Sprendlingen. Wir sind auf dem Heimweg. Tanja fährt wieder hinter mir. Ich muss das Team von eurer Werkstatt-Service loben. Es sind annähernd alle Mängel abgestellt. Sogar die Mängel, die mir auf der Hochfahrt aufgefallen sind, wurden noch bearbeitet. Sehr freundliches Team, sehr freundliche Gespräche gehabt mit denen. Und was alles abgearbeitet wurde, seht ihr jetzt dann im Anschluss. So, ich hoffe, ihr hört's. Ganz abgestellt nicht. Die Boxe drüben auf der Beifahrerseite scheppert noch. Da muss die Firma Eura dann nochmal dran. A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Dietz und Montabaur. Ein Unfall auf der linken Spur, 3 Kilometer stoppend. A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Baden-Baden und Raststätte Baden-Baden. Ein defektes Fahrzeug auf der rechten. Ja, wie ihr seht, wir sind von eurer Mobil zurück. Wohnmobil steht wieder in der Halle. Tja, Mängelabstellung. Ich blende es euch mal ein, was ich denn an Mängeln aufgelistet habe zum Abarbeiten und stelle euch gegenüber, was denn abgearbeitet wurde. Über die Qualität oder beziehungsweise ob die Mängel denn wirklich abgestellt wurden, sage ich euch gleich was. Ich verlinke euch mal da oben das Video über die Mängel, die ich angemängelt habe. Ich habe es ja schon mal gefilmt. Wichtig war mir, dass abgestellt wird einmal, dass der Strahler hier nicht geht über der Beifahrerseite, dass die USB-Dose am Eingang wieder geht, damit ich, sind eh nicht viele hier drin, dass ich Handy oder Kamera laden kann und dass das Licht in der Dusche wieder geht. Funktioniert, war anscheinend Steckverbinder, der nicht ganz koscher war. Also funktioniert, Sicherung fliegt nicht, geht alles wieder. Ja, Fahrerseite, die Fenster hoch und runter Fahrerei, ne, guckt euch mal das andere Video an, wie das Geräusche gemacht hat. Da hat man mir gesagt, jo, Fehler von uns, da hat man beim Einbauen den Rahmen, hat man einfach den Schutz, die Schutzfolie nicht abgerissen. Die hat sich hochgewölbt und ist immer am Fenster beim Hoch- und Runterfahren, hat die immer schön entlang geschliffen und ewige Geräusche gemacht. Haben wir einfach die Folie weggemacht, funktioniert. Tür hat man frisch eingestellt, scheinbar bis jetzt hat sie nicht gehakt, Tür geht immer auf, also ich komme aus dem Wohnmobil raus und ich komme aus dem Wohnmobil wieder rein. Wenn ich aufschließe mit der Fernbedienungsschlüssel, ne, geht anscheinend jetzt wieder. Werden wir sehen, wie lang, hoffe ich mal. Ihr habt schon gesehen gehabt, das mit den Boxen, das hat noch nicht ganz funktioniert, der scheppert immer noch. Ich habe jetzt selber mal einfach mal die Schrauben nachgedreht, die 4 Torx-Schrauben, habe das Gitter, das drauf ist, nochmal ein bisschen nachgezogen oder nachgebogen, habe es gerade ausprobiert, scheppert meiner Meinung nach gar nicht mehr, muss ich sehen, wie es beim Fahren ist. Ja,
Tanken. Tanken hatte ich bemängelt. Tankvorgang hat ja 15 Minuten gedauert, bis ich das Wohnmobil mal voll hatte oder beziehungsweise mal 60 Liter im Wohnmobil drin hatte. Ja, und da hat man mir gesagt, gerade die Verbindung von Tankstutzen zum Tank, der Schlauch, hätte einen Bogen gehabt, der nicht drin sein soll und somit hätte immer der Tankrüssel abgeschalten. Ich war zwischenzeitlich tanken, weil wir ja aus Sprendlingen hergefahren sind. Da muss leider eurer nochmal dran. Es ist in meinen Augen fast noch schlechter, das Tanken, wie es vor der Mängelabstellung war. Ja, also wie gesagt, da muss ich nochmal eine Mail schreiben an eurer. So viel zu diesem Video, zu den Garantiemängeln, die ich hatte oder noch habe. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert kostenfrei den Kanal, bringt den Kanal, bringt mich weiter in der Arbeit im Kanal. Und wenn dich interessiert, wenn du informiert werden willst, was auf dem Kanal los ist, darfst du gerne die Glocke drücken, dann bekommst du eine Info, dass es was Neues auf dem Kanal gibt, dass es ein neues Video gibt. So viel zu dem Thema, euer Markus.